excuse me. I'm late for a meeting. Enjoy the rest of this. Und damit mal wieder ein abermaliges Willkommen zurück zu Let's Play GTA 5. Was hat die jetzt Okay. Ja, gegen ein Haus am Meer hätte ich jetzt natürlich aber auch nichts. Messy people. Wer bist du denn? Hat die Gelbsucht oder was mit der? Ist ihre Leber kaputt? So viel gesoffen oder was? Oh Gott. Aber Michael scheint's gut zu gehen. Er hat endlich wieder ein neues Leben. Was er sich so schon immer gewünscht hat. So wirkt es auf alle Fälle. Irgendwie. Unsere Karre haben wir natürlich nicht. Die hat unser Sohn bestimmt wieder scheiße nochmal zerschrottet. Ich war es natürlich nicht. Ich gehe mit der Karre um, als sei es mein eigenes Baby. Da unten steht was nochmal die. Das ist sogar unsere Karre. Wieso steht die hier draußen, wenn wir so eine fette Einfahrt haben? Verstehe ich nicht. Und da gehen wir doch nicht, wie letzte Folge angekündigt, da oben wieder zurück in unser beschissenes Leben, sondern gehen hier in unser noch wesentlich geileres Leben. Nach Hollywood XD. Schließlich müssen wir unsere Familie ernähren können. Und wie kann man das besser, als ein weltberühmter Movie-Star in Hollywood zu sein? Unsere Tochter weiß, wovon wir reden. Wobei sie ja jetzt auch durch Michaels Hilfe die Möglichkeiten bekommen hat, ein wenig Fame zu erlangen. Zwar ist er immer noch rotzend hohl wie ein vollgeschissenes Stück Stroh, aber so what, immerhin wird sie berühmt. Ich meine, das sind die meisten Stars aus Hollywood. Also wieso nicht sie? Und dann werden wir mit Michael jetzt auch wahrscheinlich in naher Zukunft noch weiterspielen. Ich bin mir zwar immer noch recht unsicher über Simulonion oder wie auch immer der hieß. Der hat geile Autos hier stehen. Hm. Vielleicht sind wir mal so freundlich und bedanken uns dafür, dass er uns eine Rolle oder einen Namen in den Credits seines Films gesteckt hat. Good to see you, Slick. Och nein. Devin, the hell are you doing here? It's over, Michael. You done good, kid. You kept this bullshit up long enough to help me trigger a fantastic insurance payout when the plug is pulled. I love you. You're like my spirit brother now. Where's Solomon? He's out getting the negatives of film, whatever the fuck it is. The last dinosaur in town is about to get fossilized. What are you talking about? Look, the movie's nearly done, so if the plug's pulled now, the investors, meaning us, get a massive insurance payout. Meanwhile, I can use that to get the other major shareholder, the old bastard's idiot son, to agree to tear this relic down and let me redevelop the area for condos.
In this economy, the city's gonna let me build tax-free. I might even get some rebates. It is a brilliant thing, and it is all thanks to you and Molly's eye for the details of the insurance policy. Michael! They're fucking us! The suits! And they don't even wear suits! Wolves in turds clothing! Try not to take it too badly, Mr. Richards. Were you ever a human being? Look, people used to like films, now they like what? Videoing themselves, beating off on their iFruit phones. Don't blame me. I'm a very spiritual person. I feel badly about this. But evolution is evolution. Gentlemen, Molly, namaste. Can I take the film now, Mr. Richards? My plane leaves in 25 minutes. Can't we do something? At least let me finish the picture, then close the place down. I'm afraid our timetable doesn't allow for that. Goodbye, Mr. Richards. Where the hell is she going with that movie? She is taking the only copy offshore, somewhere nice and discreet. Analog! God, it's certainly got its complications. Michael, can you do something? No, he can't do anything, pal. It's an inevitability. My wife got screwed by a yogi. And now I'm getting screwed by a yogi? Fuck that! I'm a producer! Nobody fucks with my film! Das war die richtige Entscheidung. Obwohl ich mir unsicher darüber bin, was daraus jetzt passieren wird. Aber immerhin haben wir jetzt eine geile Karre dafür. Damit sind wir hoffentlich relativ schnell beim Flughafen, um die alte sexy Tusse aufzuhalten. Das ist unser Film! Das ist unser Lebenswerk! Den lasse ich nicht zerstören. Es geht hier um mein fucking Leben. Slow it down, Slick. You're not thinking. Hey, I'm a producer. I'm producing the goods. Don't do this, Slick. Think. She's got a police escort. She's on the way to my personal hangar. Security at the airport work for me. I just want to get the film back before she does anything rash with it. Molly's highly strung. She's not going to stop and talk it out with a deranged killer chasing after her. That ain't who I am today. Look, I don't want to hurt anyone. I just want to get my movie. Slow down and use your brain. Fun time is over. Das stimmt. Fun time is over. Es geht hier um mein Lebenswerk. Also mein Lebenswerk seit ca. 3-4 Folgen. Das lasse ich mir nicht wegnehmen. Und wenn ich die Kleine mitnehmen muss. Die Bullen, die halten mich da nicht auf. Sofern ich bis dahin noch eine Karre habe. Wo zum Teufel fahren wir hier eigentlich lang? Ich dachte, wir wollen zum Flughafen. Was ist das denn für ein Weg? Es geht doch hier, so geht's doch nicht zum Flughafen. Hä? What's she up to? Geht doch weg. Oh, you screwed up my car! Shots, please calm down. We're here to escort you to the hangar. Was müssen wir jetzt tun? Okay, jetzt geht hier scheinbar doch zum Flughafen. Da ist er. Und tschüss. The fuck? Alter. Ich kann gerade nicht darauf achten, was die labern. Alter, ja toll, wundervoll. Okay. Ich nehme mal so glatt an, das war's mit der Mission. Allerdings. Ja, genau darauf habe ich gewartet, denn wenn ich jetzt ausgestiegen wäre, weiß ich nicht, ob ich dann am Ende noch ein Auto gehabt hätte. Ich hoffe, ich starte jetzt aber auch auf dem Flughafen.
Bitte lass mich auf den Flughafen starten. Ich war doch schon so nah dran. Oh, super. Und sogar noch dieselbe Karre. Nice. Ich liebe es, wenn das Game so speichert. Fuck. Ich stehe ganz wieder. Oh Gott. Ich dachte, sie ist die Frau. Alter. Fickt euch doch! Meine Fresse! Ja, natürlich entkommt sie nach so einer Scheiße hier! Wenigstens geben die mir jetzt noch an. Sprung. So, da ist schon mal jemand explodiert, das ist nett. Und hier will sie gleich drehen. Okay. Okay. Schon wieder genau dieselbe Stelle, Alter. Alter! Das ist doch nicht mehr normal hier. Und sie, die fährt einfach nochmal weiter. Okay, gut. No, no, no! Oh, das war... Kleine hat Bock. That man's a murderer. He wants to kill me. He kills people. Help me. I think you need some help right now. Move. A madman's coming. Soll ich die jetzt einfach killen? Komm, hängen wir die Cops mal auf einen leichtesten. Art und Weise ab. Wobei, sie kommen jetzt auch wahrscheinlich noch mit Hubschraubern. Gut, wir haben aber einen Jet, also die Hubschrauber sollten nicht unbedingt die Möglichkeit haben, schnell genug zu sein, uns einzuholen. Sofern die jetzt nicht auch noch mit Jets ankommen, aber dafür sollten 3 Sterne zu wenig sein, nehme ich an. Wir fliegen einfach mal entspannt. Wir haben die Filmrolle. Wir hatten eine viel zu extrem actionreiche Verfolgungsjagd. Wobei ich da auch irgendwie das Gefühl habe, wir haben die meisten Action-Szenen verpasst, weil ich einfach nur scheiße gefahren bin. Und wir haben das Ende dieser wundervollen, hübschen Dame gesehen. Aber, naja, es gibt ja das, die Crazy Sexiness. Alter, was geht denn hier mit dem Flugzeug ab? Das gefällt mir nicht ganz so sehr, dass da das so viel Dampf rauskommt. Das gefällt mir wirklich nicht sehr. Haben die auf mich geschossen oder was? Wir haben bestanden. Immerhin etwas. Gut, was jetzt mit der Spürnase noch war, da hätten wir die wahrscheinlich nicht außer Reichweite lassen dürfen, sondern die ganze Zeit immer hinterher her. Konnten wir ja nicht schaffen, weil wir so verkackt haben mit den Haaren.
loved you once, Tony, but there's nothing between us. Now that I know you prefer dictation. Really? We're doing this now? I just watched Devin Weston's legal counsel get juiced in a jet engine. Oh, that Molly woman? Oh, Lord, that's horrible. You have no idea. She panicked, went crazy, and ran into it. But I saved the print, so we still got our movie. You believe that analog thing? It's all digital. We have backups everywhere. I mean, we're shooting on green screen. Well, you could have told me. I'm sorry. Look, I thought you knew. The edit's nearly done, and we've got to get it out before they can screw us again. I've greenlit a premiere. That will stop them from burying us. A premiere? For Meltdown? Okay. Can you invite my family? They can finally have something to be proud of me for. Of course! It's already on its way by courier. All right. Shit. I'll get ready. It was an American divorce, by the way. The movie quote. Obviously. Okay, der Typ gefällt mir doch immer mehr. Wobei das Ganze von wegen, dass die Verfolgung sagt, hier jetzt umsonst war, dann doch ein wenig, naja. Aber was ich noch sagen wollte, es gibt ja diese Craziness-Sexy-Tabelle. Also je hotter eine Frau ist, desto crazier ist sie. Daddy, I'm in trouble. What is it? Money? Drugs? Your mother? There's this guy. He's been following me around. I think he's about to do something. Ja, okay. Where are you? Vinewood Plaza. Okay, wait there. He's been following me in my car, so let's just drive around and you can talk to him when he shows. Oh yeah, we'll talk. Okay, dann helfen wir mal unserer Tochter aus der Patsche, wenn ich jetzt weiß, wo sie ist. Geht zu Tracy, ja, und wo ist sie? Okay. Na dann. Fallschirm müssten wir doch hoffentlich dabei haben. Dann kommen wir wie ein richtig cooler Super Daddy an. Boom, unsere Tochter wird stolz auf uns sein. Komm, mein Schatzi. Mein liebes Kindlein. Wenn ich weiß, wohin. Alter, ich habe auch den ich habe den besten Fallschirm, den man dafür haben kann. Sorry, ich war kurz in San Francisco. Wir müssen bei ihr landen, aber wir müssen cool dabei wirken. Das ist schließlich das Wichtigste. Das war doch cool. Okay. We're looking for a guy in a purple convertible. I don't remember what name. Okay, I'll keep an eye out. Thanks, Daddy. Was zum Teufel hat die da eigentlich für eine Karre? I mean, other than giving you money, put a roof over your head, speaking to guys who ridicule you on TV. Und jetzt? Is he here? No, he's not around. We should try that motel opposite the big. Oh, ich dachte, die wird von denen verfolgt. Where'd you meet this guy? At a signing. What are you signing? A plot petition? You better not be taking out credit like your brother. You see him? I don't think so. Maybe we should look over at Cluck and Bell, Rockford Plaza. I was signing autographs at the expo. We found this prick? Not yet. Okay. How about going around the corner and back up the hill past Crocahoop? Es ist ja schön, wieder was mit unseren Kindern zu unternehmen, aber kids in Rockford Hills. Ah, purple car, that's him. Fuck, he's on to you.
Hey, what are you running for, pal? Let's talk. Seriously, I didn't know she already had a sugar daddy. You should have told me you were one of those moves. Fuck you, asshole. Oh my god, you killed him. You killed him. You just killed him. I can't believe it. What a slim. Er war ein Stalker. Stalken ist ein Verbrechen. Ich meine, gut, es war jetzt nicht mit Absicht, aber da wurde nichts gesagt von wegen, dass wir ihn lebend benötigen. Ich konnte meine Knarre nicht mehr zu... Ist doch nichts passiert. Ich habe meiner Tochter nur geholfen. Das ist sowas, was Väter machen. Sie helfen ihren Kindern. Alter! Und sie zerstören ihre Karren. Junge, was wollt ihr denn von mir? Fickt euch doch hart! Penner. Gott! Ah komm, ist doch jetzt nicht das erste Mal, dass die gesehen hat, wie... Oder? Nee, wir sind hier in Los Santos, also es kann definitiv nicht das erste Mal sein, dass sie gesehen hat, wie jemand vor ihren Augen gestorben ist. Was hat sie denn für einen scheiß Wagen hier? Sollten wir uns als Vater vielleicht auch mal drum kümmern, ihr eine bessere Karre zu geben. Na, so wie ich meine Tochter kenne, wird sie definitiv so einen Wagen hier favorisieren. Den hat sie sicher selbst gekauft. Bei anderen Fights, woher soll sie das Geld haben? Wobei, sie ist ja jetzt berühmt. Also, möglich könnte es ja sein. Wir sind hier richtig. Also zum Teil. Irgendwie. Und tschüss! Oder auch nicht. Ja doch, siehst du, sie hat definitiv schon mal gesehen, wie jemand vor ihren Augen gestorben ist, denn sie ist mit uns schon öfters mal Auto gefahren. Also kommen wir jetzt ja eigentlich rüber. Wie sind die da drüber gekommen? Ich muss mir hier die übelsten Stunts ausdenken. Wie ich über den scheiß Zaun komme und die sind plötzlich schon da hinten. Was soll denn das? Scheiß Wallhacker. So, dann wollen wir sie mal wegbekommen. So lange sollten wir nicht unten bleiben müssen, nehme ich an. Ist ja eine Mission. Obwohl, die bleiben jetzt schon etwas länger in unseren Hintern. Hätte ich nicht gedacht. Vielleicht schaffen wir es ja zum anderen Ausgang. Nee, schaffen wir nicht. We've dealt with that crazy. You don't have to drive like a maniac. I'm a little keyed up, okay? I need to wind down. Maybe speeding and hitting people and swerving all over the place isn't the best way to relax. Just saying, hashtag. Maybe it's the quickest way to get somewhere where I can relax. Where? The grave? Death Row? I know what I'm doing, baby. Just calm down. I think you're the one who needs to calm down, you maniac. No wonder I need medicating. I can't believe you did that. What? We had to be sure. I just wanted you to speak to him. This was infinitely more persuasive. I never should have called you. Look,
There's a lot of sickos out there. I couldn't take the chance. I know there are sickos out there. My dad is one of them. Now grow up, baby. It's time you got serious with your life. Yeah. I ain't perfect, but I love you. I guess. He really scared me, but I didn't want... Well, then pretend it never happened. Like, I try not to think about exactly what aspect of your creative expression enamored him so much. Okay, that's right. Denial kind of works for... Denial kind of works for me. Good. That's my girl. Now, please, try to make better choices. Also so ganz... Gut, wir haben es wieder hinbekommen, dass die beiden sich gut verstehen, aber... Is everything okay with you? Like, no one's about to kill you, are they? No one wants to kill me. What about... All right. Some people want to kill wollte me, grad sagen. But they're not gonna. Hey, you think I'm gonna cash out just when one of my kids is starting to do so well? I find your sarcasm really supportive. I'm sorry. Just stop doing stupid things. Please. That's funny coming from you. Do what I say, not what I do. We've been over this 100 times. Also wirklich, bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt eine etwas war, was wir unbedingt erlebt haben müssen. Has Laszlo guy been in touch? Yeah, he wanted to say thanks for the makeover. Shit! Thanks for the makeover. Tell him don't mention it. So, is he gonna put you on the show? Yeah, I think so. Good. Listen, I'm glad this is happening for you, but you still gotta go to college. Sure. College, of course. Right after I'm on Fame or Shame and get an agent and all the other stuff. Haben wir wundervolle Kinder erzogen. Aber wenn man bedenkt, mit welcher Karre wir weggefahren sind und wenn man bedenkt, mit welcher Karre wir wiederkommen, war das... Just creepy brothers, killers, drug dealers! Thanks, Daddy! Bye! I'm glad I could use my paternal rage productively for once. Wir haben die recht schnell wieder zu einer guten Laune bekommen. Also wir scheinen wirklich ein guter Dad zu sein. Keinerlei Punkte, so von wegen Silber, Gold, Bronze, was auch immer ist da. Nix. Okay, dann halt nicht. Dann würde ich sagen, noch diesen. Doch zum Teil recht positiv wirken. Im Vergleich zu der Vergangenheit, wo wir hier alles mit Trevor hatten, wirkte das jetzt schon. Minimal positiv. Denke ich. Irgendwie. Also, es mussten viele Leute auf brutal bestialische Art und Weise sterben. Michael ist quasi auch nur ein Trevor, nur dass er noch ein bisschen mehr Sicherheit im Hirn hat. Glaube ich. Weil this is nonstop Pop FM. Er tut wenigstens so, als sei er normal. Zum Teil. Aber sonst ist er wirklich quasi auch nur wie so ein älterer Bruder von Trevor. Aber seine Familie kommt so langsam klar damit. Also... Es scheint alles auf irgendeine verrückte Art und Weise sich doch zum Positiven zu wenden. Eine verrückte, blutrünstige, durchgeknallte, geisteskranke Art und Weise. Ja, mal schauen, was die Zukunft uns da noch zeigt. Bis dahin wünsche ich euch noch einen Zuckersüßtüdel. Und ciao, XD.